Und der Wichser, der hat die mir eiskalt reingerammt. Eiskalt. Ich schwör, ich saß auf der Waschmaschine mit Schmerzen. To the good old days, when the mama sang us to sleep, but now wish to stay. Yo Leute, was geht? Hier ist euer Freaking und heute mit einem neuen Video. Und ja, heute gibt's einen zweiten Teil von Mädchen erzählt, weil ihr einfach beim letzten Video über 200 Likes da gelassen habt. Das hat mich auf jeden Fall echt gefreut und da habe ich mir einfach gedacht, ja, haust auf jeden Fall noch einen Teil raus. Ich meine, wenn's so gut ankommt. Und ja, heute geht's um ein Mädchen, das auf der Waschmaschine so richtig wird. Und dann sage ich einfach nur, ihr wisst, was ihr für den nächsten Teil machen müsst. Wie gesagt, wieder bei 150 Likes gibt's den nächsten Teil. Ansonsten, Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich bin raus. Audio ab dafür. Also ich erzähle jetzt nochmal von meinem ersten Mal. Und zwar, das war halt so, ich und der Typ, wir waren halt zusammen in meinem Zimmer und haben halt Videos geschaut. Und ja, dann hat er irgendwie auf einmal Bock bekommen auf Sex. Ja, toll. Das Problem war halt nur erstens, ich hatte keinen Bock. Zweitens, meine Eltern waren unten und haben Fernseher geschaut. Und drittens, mein Bett knatscht wie Sau. Und man hört jeden Ton, jedes Gestöhne, alles. Ja. Hatte ich halt die Idee, runter im Partykeller von uns zu gehen. Haben uns halt leise runtergeschlichen und ja, habe ich halt die Tür hinter mir leise zugeschlossen, kam er halt auf mich zu und hat mich halt so langsam ganz zart abgeküsst, abgeknutscht. Ja, er hatte gedacht, damit er mich so ein bisschen geil macht, aber was ihm leider nicht gelungen ist, ja, ne? Ja, auf jeden Fall sind wir dann rüber zur Waschmaschine gegangen. Hat er mich halt vorsichtig raufgesetzt. Hat er halt weiter mich abgeknutscht und so. Ich hab ihn auch halt abgeknutscht und so, ne? Und ja, auf jeden Fall habe ich dann halt sein Shirt ausgezogen. Hat er halt auch mein Shirt ausgezogen. Habe ich die ganze Zeit irgendwas an seinen Rücken gemacht. Ich wusste nicht, mir war so langweilig. Ich habe irgendwas an seinen Rücken gespielt, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat er sich voll bemüht, mich abzuknutschen und so. Aber das war irgendwie voll eklig, weil dem seine Lippen, die sind so feucht. Statt mal ein bisschen Spucke abzumachen, nee, macht er noch mehr drauf. Aber egal. Ja, dann wollte er, er hat ja meinen Shirt ausgezogen und so. Also wollte der halt auch mein BH öffnen, was ihn aber leider erst nach 5 Minuten gelungen ist. Na klar. Ja, weil er es irgendwie nicht mit beiden Händen aufgekriegt hat. Ja, auf jeden Fall hat er dann irgendwann mal nach 5 Minuten mein BH aufgekriegt, hat ihn irgendwo in die Ecke geworfen, was ich irgendwie voll scheiße fand, weil der neu war. Ja, und ja, haben wir uns halt weiter abgeknutscht und so. Ist halt langsam weiter runtergegangen zur Hose. Hat die auch geöffnet. Ja, und dann hat die mir dann ausgezogen mit meiner Unterhose. Habe ich seine auch geöffnet. Und ja, dann habe ich seine Hose runtergezogen. Auf einmal stand da so ein Ständer. Da habe ich gedacht, ja, okay. Okay. Er ist geil. Okay. Vom bisschen rumknutschen. Okay, ja, auf jeden Fall haben wir uns dann erstmal weiter rumgeknutscht und dann auf einmal hat er ihn halt reingesteckt und dann so nach 15 Minuten habe ich halt so gefragt, ja, hast du schon angefangen? Weil ich wusste ja nicht, was mit ihm los ist, weil irgendwie hat er so vor mir rumgehampelt wie so ein Aff. Ja, und dann habe ich halt mal nach 15 Minuten rumgefragt, ob er schon angefangen hat. Ja, hat er mich irgendwie voll komisch angeguckt. Ich wusste gar nicht, was los ist, weil
wenn er so um mich rumhampelt und so, bisschen ab, muss man ja mal ruhig fragen, ne? Auf jeden Fall ist er dann zum Esstisch gegangen vom Partyraum, hat sich eine Banane geschnappt, kam er zurück und der Wichser, der hat die mir eiskalt reingerammt. Eiskalt. Ich schwör, ich saß auf der Waschmaschine mit Schmerzen. Ich hatte übelst die Tränen in den Augen und so. Ich schwör's dir. Und der Wichser, der hatte übelst den Spaß, gell? Der hatte übelst den Spaß. Der war so angegeilt. Ich verstehe sowas nicht. Nur weil man mir eine Banane reinrammt und ich übelst die Schmerzen hab. Ich verstehe sowas nicht. Auf jeden Fall hatte der Wichser seinen Spaß und ich nicht.